Guten Morgen aus Larvik, immer noch in Norwegen. Ich habe hier gerade wieder im Industriehafen geparkt und werde jetzt von hier aus Larvik und was es sonst noch gibt, einfach mal wieder mit dem Rad erkunden. Es ist mittlerweile fast 10 Uhr, 16,5 Grad, leicht windig, ein bisschen bewölkt, wie ihr seht. Aber das tut dem Ganzen gar nichts ab. Ich fahre, wie gesagt, jetzt erstmal hier an diesem Industriehafen vorbei und schaue, wo es lang geht. Wenn ihr mögt, wie immer, gerne dabei bleiben. Was auf dem Weg hier schön gemacht ist, sind hier in diesem großen Felsen, sind überall so Texte. Immer mal wieder, die man lesen könnte, wenn man die Sprache versteht. Aber eine nette Idee. Ansonsten ist es hier doch sehr windig gerade. Ja, leider endet dieser Kai, wo ich mich drauf befinde, hier, wo so eine Stahlboje im Grunde als Kunstwerk steht. Und kurz davor ist hier der Kompass auf dem Boden. Mit passender Ausrichtung, damit ich weiß, der Wind kommt momentan aus Süd-Südwest. Mal kräftiger und mal viel kräftiger. Man hat hier im Industriehafen jetzt nochmal so den Blick auch auf diese Kräne, die ja schon recht groß wirken, aber kein Vergleich zu denen, wo ich in Hamburg am Hafen vorbeigekommen bin. Aber trotzdem immer wieder beeindruckend, solche ja, Stahlkolosse, finde ich. Ach, da ist auch noch jemand am Angeln. Und hier gibt es noch mal eine Erklärung zu diesen ganzen Kunstwerken und, und. Jetzt habe ich so auf den Kran geachtet und gar nicht die Beate daneben gesehen. Auch nicht so klein, die Beate. Hier ist noch mal ein Text auf Englisch in so einem schönen Stein, der zweigeteilt ist, was so die Maserung und Struktur angeht, und da steht drauf Borders, Fragezeichen. I have never seen one, but I have heard they exist in the minds of some people. Lass ich mal so stehen und werde wieder ein Stück zurückradeln Richtung Larvik weiter. Also diese vorgelagerten Scheren hier könnte ich mir tagelang anschauen. Bin jedes Mal davon fasziniert, wenn ich die sehe. Fährt gerade einer mit seinem Boot, der jetzt gerade schon deutlich langsamer geworden ist. Kam halt auch vom offenen Meer hier rüber. Und meiner Meinung nach recht flott. Aber das kann man ja auch immer schlecht einschätzen, so auf dem Wasser. Ich fahre jetzt hier in die Richtung weiter. Dort stehe ich. Ganz einsam und verlassen. Ich hoffe, das mit dem Parken war hier eine gute Idee. Naja, ich werde es merken. Die Möwe ist auch interessiert, was ich hier so mache. Also kann es nicht ganz so verkehrt sein. So. Da drüben ist schön zu sehen, dieser riesenweiße Sandstrand. Und links davon auf diesen Steinen oder Felsen gehen überall Wege her, über so Holzleitern und Stufentreppen. Ach, die Wellen hören sich toll an. Ich weiß nicht, ob ich da drüben noch hinkomme, aber wenn, würde ich da gerne drüber laufen. Aber da ich mich hier überhaupt nicht auskenne, lasse ich mich überraschen. Zum Beispiel auch über bunt bemalte Baumstämme. Oder kleine Holzbrücken hier am Wasser. Fängt schon an, direkt an so einem Felsen. Ach, ich mag sowas. Schade, dass es schon fast vorbei ist. Ich denke, Larvik wird sehr vielseitig sein, was so die ganze Umgebung hier angeht.
mit Wasser, mit Industrie, mit Innenstadt. Ja, im Industriegebiet grenzt als erstes ein Friedhof an und dann hier so ein kleiner Stadtpark, den momentan die meisten zum Hundeausführen benutzen. Aber auch hier ein Kunstrasen-Kleinspielfeld. Schick, schick. Jetzt bin ich an der Haupteinfahrtsstraße von Larvik. Die Tankstelle muss ich mir merken. Da muss ich nachher dann abbiegen, um irgendwie zum Auto zurückzukommen. Und hier geht es jetzt Richtung Innenstadt und Hafen. Vor manchen Häusern sieht es schon interessant aus. Hier drüben an dem Gebäude sieht man, was Larvik das meiste Geld bringt. Granit. Wie der Fels, der dort im Garten liegt. Wo die meisten Norweger Spaß dran haben. Genau. Sind so diese ein oder anderen Spaßmobile. Sehr viele mit Elektrofahrzeugen. Und direkt daneben stehen dann solche Spaßmobile. In derselben Garage, natürlich. Hier so ein weiterer kleiner Park mit einer schönen Skulptur, wo die Mutter das Kind badet. Und das Kind, so wie es aussieht, unbedingt raus will aus dem Badetrog. Hier ist die Torstrandschule. Das ist das erste Mal, dass ich hier eine Schule sehe, die optisch nicht so in einem perfekten Zustand ist. Auch hier wieder ein Kindlein am Brunnen. Hier geht's nach Vatskajeret. Genau, auch ich habe keine Ahnung, was das ist. Habe aber Denkmal und Kirchturm gesehen und dachte mir, in die Richtung fahre ich. Herrliche Gebäude. Relativ hässliche Kirche in dem Verhältnis zu dem, was sonst hier steht. Aber mal schauen, was hier so kommt. Ah, das ist die Kirke Straight. Und hier ist wieder so ein Schild für diese Badestellen. Und da fahre ich definitiv runter. Ja. Aber bevor ich runterfahre, dort hat man mal einen Blick auf den oberen Teil von Larvik, wo es so Richtung Meer bis Hochhäuser geht. Also Mehrfamilienhäuser und Hochhäuser. Aber hier zu dieser Badestelle runter, das ist direkt schick gemacht. Auch hier Denkmal mit Blumen. Die ganzen norwegischen Philosophen, die hier abgebildet sind, kenne ich nicht. Aber zeigen tue ich sie trotzdem, weil die Denkmäler halt oft schön sind. Und hier, das ist natürlich mal eine Badeanstalt einer ganz anderen Güte gegenüber den natürlichen, die ich bisher unterwegs hatte. Aber auch gespeist mit Meerwasser. Schickes Fleckchen. Hier kann man noch so ein kleines Stück hochfahren und das mache ich jetzt auch erstmal. Und so sieht es aus, wenn man hier hochkommt. Man hat einen Blick auf die Beate, wo ich ja vorhin war. An der Seite steht hier Uni Fedder dran. Dort schön zu sehen im Bild. Daneben dieser Aussichtspunkt. Und von hier hat man auch so einen schönen Blick Richtung Larvik. Auch zu der Brücke im Hintergrund, wo ich ja an den ersten Tagen in Norwegen auch hergekommen bin. Die hatte ich auch gefilmt, weil ich die so klasse fand. Und da das ja bei mir eine Rundreise ist, ist Larvik so der Knotenpunkt, ab wo es dann ja, Richtung Heimat wieder geht. Leider. Naja, hier vorne sieht man noch schön, da geht auch so eine Leiter ins Wasser. Man muss also nicht das künstliche Becken nutzen.
Ansonsten die Felsen hier schön. Und da zeltet jemand, da will ich auch nicht groß stören. Also weiter Richtung Lavik. Hier mal so ein kleinerer, weiterer Rundblick durch so einen Park. Da hinten eine Seemine, sehe ich gerade, noch ein Denkmal. Ich fahre da gleich nochmal dran lang. Hier geht es schön die Stufen hoch. Entlang der Rosen. Und hier in diesem überdimensionalen Zelt ist das Rettungsschiff R14 oder RS14 aus Stavanger untergebracht. Von hier einmal deutlich besser zu erkennen, denke ich. Da ist das gute Stück. Ansonsten sind hier im Granit, ich muss da mal so ein bisschen näher dran gehen, damit man das überhaupt erkennt, die Skizzen der RS1, also von diesem ersten Rettungsschiff hier, eingraviert. Ich hoffe, man erkennt das nachher auf der Kamera. Es ist wirklich schwer zu erkennen, so durch das Display kaum. Finde ich wirklich toll in so einem Granitblock hier. Und hier steht auch noch ein bisschen dazu geschrieben, aber auch das erkennt man selbst so nicht, außer unten die Zahlen 1867 und 1915. Und hier ist nochmal ein vernünftiges Schild. Colin Archer ist der Konstrukteur gewesen von einem der famosen Rettungsbooten 1905. Hier nochmal ein Blick so über die Schären Richtung Hafenbecken und Lavik selber. Es ist merkwürdig, wie wenig los ist. Es müsste Sonntag sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und fast Mittag. Und ich habe erst 4, 5 Leute gesehen. Ja, hier nochmal der Blick auf die Seemine mit der Gedenktafel davor. Wie viele Leute hier gefallen sind durch solche Minen. Schon eine fiese Konstruktion. Auch hier bei diesen ganzen schicken Gebäuden am Hafen darf natürlich nicht fehlen der riesige Anker, der vor irgendeinem Haus so auf der Wiese liegt. Gehört zum guten Ton. Echt groß das Teil. Ach, und hier so ein Harpunen. Gerät. Und hier vor dem Haus ist meine nordische Schönheit angebracht. Ich weiß nicht, ob es eine von diesen Seenymphen sein soll. Aber es sieht gut aus. Ja, und wenn ich hier wieder Richtung Hafen runterradel, komme ich auch zum Larvik-Bobilhafen, der gut besucht ist, wie man sieht. Das ist ja einer der wenigen Plätze, wo man auch mit Euro bezahlen kann. Und zwar hat der das Bezahlsystem, wie ich es an der Ostsee auch schon mal hatte, dass man sich hier aus einem Fach im Grunde so ein Kuvert rausnimmt, das Geld reintut und in das andere Fach dann reinschmeißt. Kennzeichen und so vermerken und dann ist das Thema durch. Oldschool, nichts digital. Schön. Und hier in diesem kleinen Innenhafenbecken finde ich ganz besonders das Segelboot schön, wo an der Seite noch ein kleines ist, wo man meinen könnte, das ist eine Babybadewanne vom Verhältnis dazu. Ja, und weiter geht's durch den Hafen, immer wieder mit Blick auf Lavik an sich. Jetzt im September merkt man auch langsam, dass die Blumen so ein bisschen ihre Kraft und Farbe verlieren. Wobei das immer noch sehr schöne Akzente sind, überall hier im Hafen. So wie da, wo ich gerade drauf zufahre. Das hat schon was. So, hier einmal der Schriftzug von Lavik in Granit.
der Hafen ist echt gut bepflanzt mit Blumen. Aber sobald man ein kleines Stück nach rechts guckt, ist doch alles sehr verwaist und verlassen hier. Hier ist die Toldkammer, da ist der Zoll untergebracht. Und ab hier gibt es dann so einen Cut, wo die Neubauten sind und alles tipptopp gepflegt. Schön mit Holzstegen am Wasser lang. Und so zieht sich das dann hier weiter, wo die Neubauten sind. Schönen Sonnenstühlchen hier. Das hat schon was, muss ich ja zugeben. Ah, ihr seht, hier sind jetzt auch mal ein paar Leute. Und die Halle ist ja imposant. Und das Gebäude nach vorne natürlich auch. Also in diesem schönen, imposanten Gebäude, Bölgen, ist wohl eine Galerie und Theater untergebracht, so wie ich das verstehe. Hier hat man auch mal so einen Blick in die Galerie. Ich versuche das mal möglichst ohne Spiegelung hinzukriegen. Und hier das Grüne gefällt mir sogar. Sieht aus wie Algen, die getrocknet wurden. Auch hier wieder ein Granitdenkmal in eigener Sache. Und noch Blick auf die ein oder andere Gewerbeeinheit hier. Mit Holzbrücke. Wenn die offen ist, muss ich natürlich drüber. Da geht kein Weg dran vorbei. Jetzt von der Holzbrücke aus Richtung Stadt hat das Ganze wieder eine viel schönere Perspektive, als wenn man ja direkt in diesem ganzen Häuserwahn steht. Hier wird gerade Bühnenmaterial und Ähnliches angeliefert. Und dort hinten sieht man, wie die Sonne raus möchte. Hier jetzt im Innenhof dieser ganzen Anlage auch ein kleiner Spielplatz mit Wasserspielen. Und dieses Restaurant Sieus Lac hat hier vorne im Grunde seinen eigenen Bootsanleger, damit die Leute direkt mit dem Schiff kommen können oder mit dem Boot. Schiff ist vielleicht übertrieben. Aber ich glaube, dass die Wohnlage hier recht kostspielig sein wird. Weil die Gebäude machen schon echt was her. Selbst wenn ich unten in diesen Gebäudekomplex reinfahre oder drunter herfahren möchte, wieder so eine riesen Figur und ein Café mittendrin oder eine Bar, wie auch immer. Echt klasse. Also das hat schon Stil hier. Und die Aussicht inklusive der Figur ist definitiv sehenswert. Da kommen noch ein paar Leute aus dem Wasser. Also ich war heute Morgen auch noch mal in einem so einem Fjord baden. 12 Grad. Also ist so eine Grenze, wo es echt schon ja, fast schmerzhaft wird, wenn man reingeht. Man gewöhnt sich kurz dran, will man aber nicht. Deswegen, wer jetzt hier noch schwimmen geht, gehört schon was zu. Hier führt mich der Radweg jetzt weiter Richtung Scherenküste, den ich auch noch ein bisschen weiterfahren möchte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht ein Häuschen, wo draufsteht, Druidenes Hus. Gab es da nicht bei Asterix und Obelix den Druiden, der Zaubertränke mischte?
musste ich gerade dran denken, wo ich das sehe. Hier sind so Kontaktschleifen im Boden. Und dann sieht man hier, wie viele am Tag mit dem Fahrrad hierher gefahren sind und wie viele 2021 schon insgesamt. Und 20.800 dieses Jahr finde ich schon eine Menge. Ich bin gerade nur mal kurz abgebogen, weil das von der Seite hier schon sehr nett aussah. Kein norwegischer Style, gar keine Frage. Zumindest nicht typisch. Aber das Gebäude, was daneben in Bau ist, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, wie man vielleicht schon an der Einfahrt- und Toranlage hier sehen kann. Mein lieber Schwan. Ich hoffe, dass ich hier auch wieder irgendwann an die Küste komme, weil sonst ist der Weg nämlich nicht so der Hit, wie ihr sehen könnt. Ja. Mittendrin ging es links runter. Oh, 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 oh. Ja, mit einer Hand und dann solche Kanten, das ist manchmal nicht ganz ohne. Ja, hier wird auch schon der ein oder andere Camper übernachtet haben, denke ich mal. Nettes Fleckchen. Mit Sandstrand. Mit Felsen und einer super Aussicht eigentlich. Da geht der Radweg und wenn man aufmerksam ist, sieht man auf der Seite, ich habe das Fahrrad mal hier hochgeschoben, damit es nicht gleich weg ist, wie so einen alten Aussichtsstand aus Kriegszeiten. Das möchte ich mir gerne anschauen. Und dort hinten über der, das müsste jetzt die Nordsee sein, zieht sich ganz schön was zusammen. Weiß nicht, ob man das so erkennen kann, aber da braut sich auf jeden Fall was zusammen. Aber ist weit weg. Ja, wenn man hier so die Treppen hochkommt, sieht man, dass hier lange nichts mehr dran gemacht wurde. Soll vielleicht auch gar kein offizieller Punkt sein, wo man hingeht. Ist auf jeden Fall geschlossen alles hier. Ja. Wie man da reinkommt, keine Ahnung. Vielleicht dadurch das Gestrüpp. Das tue ich mir aber nicht an. Dann genieße ich lieber kurz nochmal die Aussicht hier. Auch Richtung Lavik, wo es einmal im Ganzen drauf ist. Ja, das ist tatsächlich der Eingang. Und dann muss das auch nicht sein. Hier steht so ein Riesenspruch an der Wand. Paradieset, finna du, idit, eget, herzje. Und das hörte sich an, das Paradies findest du, wenn du irgendwo hierher gehst oder so. Und deswegen dachte ich mir, hier fahre ich auch mal hoch. Und komme zum Lavik Museum. Okay. Und so sieht der Innenhof hier vom Museum aus. Oh, oh, oh. Entschuldigt, bin fast vom Fahrrad gefallen. Das ist immer blöd, weil hier überall Gefälle ist. Und wieder ein schöner Käfer, der sich die Trittstufen aus Holz gemacht hat. Die meisten, die man Käfer hatten, wissen, dass diese Trittstufen gerne und schnell weggammeln. Ist Holz natürlich eine coole Alternative. Hier bin ich jetzt im Fährhafen von der Color Line. Da könnte man im Grunde hier von Norwegen bis Dänemark die Fähre nehmen. So, wie ihr sehen könnt, sitze ich am Strand. Könnte schlimmer sein. Der Wind hat echt gut nachgelassen. Direkt am Wasser, klar merkt man es noch, aber ansonsten ist es ganz schön. Es ist immer noch bewölkt, aber es ist angenehm mittlerweile. Wo kein Wind ist, reicht auch das T-Shirt. Und ich habe meine Runde Lavik hinter mir. Ich muss sagen, das Örtchen an sich war nett. Nicht, dass ich es nochmal bräuchte, aber das, was ich so gesehen habe, war schon okay.
faszinierend ist einfach das Drumherum. So wie man hier diese Scherenküste halt sieht und die Segelboote und ja, diese Verbindung aus Wasser und Architektur teilweise. Das gefiel mir doch ganz gut. Naja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.